man. Das ist kein Lachen, das ist Bauchschmerzen. Aber willkommen zurück, ihr Lieben. State of Decay 2, Juggernaut Edition. Und wir sind im Moment zu dritt. Jetzt hat die Kim auch den richtigen Namen bekommen. Man sieht's. Sieht aus wie im Original, die Kim. Grave ist da und du hast eine Uzi. Warum hat sie eine Uzi? Erklär das mal. Also, ich habe privat mich wieder auf den gleichen Stand gebracht, wie wir jetzt hier im Let's Play sind. Und hab dabei halt jetzt eine Uzi gefunden und offensichtlich nehmen wir die Sachen, die wir privat finden und gerade den Charakter haben, mit dem wir jetzt hier halt dem Dexen beitreten, mit. Das ist wichtig. Das heißt, dass ich jetzt die Rüstung von meiner privaten Geschichte mitgenommen habe. Finde ich aber gut. Sag mal, ich habe jetzt gerade keine Mission mehr. Wie kann ich jetzt eine Mission mit dem hier noch bekommen? Mit M. Achso, kommen wir wieder. Ich denke immer jedes Mal, dass es schon automatisch immer anvisiert wird, irgendeine. Befördere jemanden zum Anführer. Genau, zum Anführer. Oh, gründe ein neues Zuhause. Das würde ich gerne machen. Ich würde gerne aus diesem komischen Hundezwinger, wo wir gerade müssen wir dann da runterfahren. Die Straße runter. Ja, können wir machen. Machen wir mal. Kann ich das zwei? Ne, ich kann nur eins aktivieren. Okay, machen wir mal. Mädels sitzen hinten. Ist der Kofferraum leer? Weiß ich nicht. Warte, ich kann mal eben aus. Ich gucke neben nach. Aber ist das denn für mich und für dich anders oder ist das ja, für... Ja, ist leer. Achso, okay, ist das... Ah, okay. Gut zu wissen. Die Mädels sitzen hinten. Ja, sie sitzen da hinten. Hast du auch schon eine Bande vor deiner Hütte abgehabt? War aber eigentlich hier schon drin, beim Supermarkt? Meine Verbindung ist weg. Ich hab's bemerkt, einfach Kim ist raus. Egal. Grave, wenn du gleich an dem Elektro-Ding vorbeifährst, halt da mal an, da ist ein zweites Auto. Ja. Oh, da steht ein Auto, ja? Ja. Dex, kannst du mich eben wieder einladen? Ja, Sekunde. Ja, Junge. Aua. Der eine Schuss war von dir, glaube ich. So, ich lade dich ein, ich muss gerade ein paar zum Bolzen wegmachen. Ah, alles klar. Ja, cool. Auch ein Jeep. Damn, it's locked. I hope nothing heard that. Oh, hier können wir wieder looten. Looten! Wir können nur alleine looten, aber weil die Kim nicht dabei hier, ist. Dex, du kannst hier hoch auf den Turm und dann kannst du dich in der Gegend wieder umschauen. Ah, cool, das mach ich ganz kurz. Ist eine Menge Zeug zu sehen. Oh. Achso. Kim ist gerade gespawnt. Steht vor der Tür, genau. War geil. Spawns genau in der Tür. Ich stell mal vor, jetzt ist noch ein Disconnect, stehst du doof vor der Tür. Oh, da haben wir Sprit gefunden. Ist nicht schlecht. Rucksack gefunden. Sieht denn der mit seinem Tank aus? Ah ja, da können wir. Wasserkühler, ein Anlagenmod. Das ist gut. Ich finde das übrigens. Da leuchtet doch noch was. Du wolltest auch was von der Grafik gerade sagen? Hier, Dex, ist noch was drin hier in dem Schuppen für dich. Hier oben ist auch was für mich. Ja, ich wollte noch ganz kurz den Turm mal ganz kurz abchecken. Was hast du gerade gesagt, Rave? Du wolltest gerade was über die Grafik sagen, kann das sein? Eigentlich nicht. Nicht? Okay, dann habe ich mich kurz gehört. Nee, ich meine, grafisch ist das schon Schmuck, das Spiel. Finde ich sehr, sehr schön, dass sie die Waffen auch tragen, nicht irgendwo in der Tasche. Ja, so 50 Waffen aus dem Arsch ziehen. Mit rechter Maustaste zoomen oder was für den Ort? Da musst du dich angucken. That ride still works. Ah, Militärtruck. Oh, ich will Militärtruck. Oh ja, ich auch. Öffentliche Toilette. Oh, ich will öffentliche Toilette. Ich will hoffen, dass er kommt. Klopapier will ich haben. Dann können wir mit drei Autos fahren, eigentlich. Wie viel Klopapier haben? Ja, ich würde sonst das eine Auto nehmen, Grave, und du nimmst das andere Auto und Dex, was dann... Den Militärtruck bitte, ja? Na, meinetwegen, aber dann müssen wir auch erstmal hin. Nice, ich habe 9 Behälter mit Chemikalien gefunden. Das ist richtig das gut, damit können wir Medizin herstellen. Ich nehme den grünen. Kommt der ganz normal runter? Oh ja. Au. Verständlich.
Du schießt mit der Pistole, ne? Oh, da kommen jetzt viele Zombies. Ja, weil sie sich gehört haben. Ja, siehst du es? Du kannst übrigens mit Z zoomen. Mit Z was, ah. Es gibt auch eine Schnellsuche, ich voll einmal, hab ich gar nicht bemerkt, die letzte. Was ist, war es immer schon so mit der Schnellsuche? Ja. Okay. Aber was machst denn du da? Was mache ich denn da? Du hast nicht einen getroffen. Doch. Nein, ich habe alle vier erschossen. Gar nicht, hat zwei umgenietet. Nein. Wenn ihr wüsstet, ich habe die eigentlich alle erschossen. Dex, hast du alles gelootet? Ich glaube schon. Wo nein, hast du nicht. Ah, wo weißt du das? Hier gab es auch noch was zwischen, oder? Da war ich noch nicht drin gewesen. Ah, hier war ich noch nicht. Hier gibt es sogar, glaube ich, eine Quest, oder? Ist das nur eine Kiste? Wofür gibt es eigentlich die Schnellsuche? Da macht man doch eigentlich immer Schnellsuche, oder nicht? Nein, ja, die macht ja Lärm, wenn du je nachdem hast eine Chance, Lärm zu machen damit. Dann lockst du alles an in der Umgebung. So, ich habe jetzt gerade was anderes als die Machete bekommen. So ein richtig cooles Teil. So was hier? Nee, guck mal hier, was ich habe. Ich habe ja nicht gespielt. Guck mal hier. Voll geil. Oh, hier kann ich auch durchsuchen. Ja, hier kannst du ganz viel durchsuchen. Da oben auf dem Dach sind auch noch zwei Sachen für dich. Auf dem Dach? Mhm. Auf welchem Dach? Da. Ah! Ich war jetzt gerade woanders hin gucken. Ah. Nee? Ich kann nichts mehr mitnehmen. Nein, hier ist eine. Komm mal mit dem Auto ran hier. Oh, also. Warte kurz, kurz. Oh. 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 Aua! Aua, 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 aua. Alter Schwede, was macht ihr denn? Darf mich umbringen und Dex. Auf dich warten. Und auf mich warten. Warte, nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Geh mal bitte nach vorne. Entschuldige, niemand untersucht uns geht. Ich kann nichts machen. Oh, komm mal her, Grave. Ich kann nichts machen. Wenn du in Bewegung bist, kann ich nichts reintun. So, ich bin. Oh, cool. Das ist ein Sheriff-Wagen. Das habe ich gar nicht eben mitbekommen. Da steht ein Ranger drauf. Oh, ein Ranger-Wagen. Kann ich hier rum? Wow. Mit Springen hat er nicht so. Okay, bist du sicher, dass du fahren möchtest? Ich kann besser fahren. Ab zum Militär-Truck. Hoffentlich ist das so ein SWAT-Truck oder sowas, anstatt jetzt so überhaupt so ein... Next, hast du den markiert? Ja, oh, hat der Grave... Hat der Grave markiert. Hat er markiert? Da ist er. Oh, was ist das für einer? Ich glaube, das muss ich erst reparieren. Was kann ich denn jetzt? Entschuldige, ich wollte ihn überfahren. Boah, der macht mich fertig. Kim, kann man mitkämpfen. Aua, du fährst doch mich über den Haufen. Kim, komm mal fertig kämpfen, komm. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, Leute. Alter Schwede. Au, Bananen. Was zum Henker war denn das für einer? Der war heftig. Ich bin. Kann ich mich irgendwie heilen? Habe ich irgendwie so ein Zeugsmittel du oder so? Du solltest eigentlich, wenn du Mausrad guckst, mal unten, dann möchtest du so eine Dose haben mit. Ja, der Herzen war kaputt drauf. Und hat keinen Sprit. Okay, dann heißt, wir müssen Toolkits haben. Hat jemand was? Sprit. Ich habe keine Heilmittel, ich bin nämlich kurz vorm Abnippeln. Guck dich hier um, du solltest eigentlich. Nahrung eigentlich zu dir nehmen, reicht auch schon. Ja? Okay. Total. Hier ist was für zumindest ein bisschen. Geh mal auf Toilette. Man kann die Tür nicht aufmachen hier. No. Nee, essen kann ich nichts. Ja, sag doch mal no. Warte, okay. Dex. Komm mal her. Oh, oh. Nein, wie droppe ich denn Sachen? Da, ja, her, abwerfen. Hier. Komm her, Lien. Merci. Jetzt hab ich allerdings keine Heilung mehr, aber ich hab auch keinen Schaden genommen. And we're down to the last one. Okay, aber ich habe noch eine. Du hast mir ja zwei gedroppt. Ich weiß nicht, ob man splitten kann. Keine Ahnung. Hier ist noch was für dich in Dexen. Wo? Ach, da.
Und jetzt, ja, hier ist First Aid bestimmt drin. Jetzt kriege ich das Zeugs bestimmt. Ich hab was für Stamina bekommen. Das ist okay. Ja, nee, ich hab hier. Ein Ausdauer ist bereits voll. Okay, ich hab keine Ausdauer mehr. Kim, du kannst das mal deine Sachen nochmal abholen hier bei mir. Oh, ich leg die mal da. Man hat echt keinen Platz, ne? Mein Gott. Hier ist noch was für den Dexon. Welcher Wagen? Ach, das wäre der Militärtruck? Ja, ja, genau, wir brauchen für den Toolkit und Benzin. Ein Toolkit habe ich hier. Dann musst du dich, dann stell dich mal vorne an den. An die Motorhaube von dem Auto. Ja, Sekunde, ich. Und reparier den mal. Ja, ich habe das aber in den anderen reingemacht hier. Der war nämlich auch leer. Letztes Mal jetzt. Hier ist noch der die Heckklappe zu durchsuchen. Mist. Das. Was für wen? Für Dex. So. Nochmal Toolkit brauche ich. Aber das ist fast fertig. Geiles Teil. Ich habe echt gedacht, das wäre so ein Sport-Auto. Aber jetzt könnte man den theoretisch schon fahren, wenn wir Benzin hätten, was wir nicht haben. Was machst du, Grave? Hier, ich mal. Hast du die Armbrust dabei oder hast du sie weggelegt? Sie nicht dabei. Gab es hier noch irgendwas zum Durchsuchen für mich? Ja, hier noch ein Snackautomat. Ah, hier hinten ist noch was. Ich glaube, das ist. Was wir theoretisch machen könnten. Ja, hier ist jetzt noch ein Raum bei mir. Und einer geht zurück und holt eben einen Benzinkanister. Ich müsste nämlich auch den Charakter wechseln, weil er hier ist schon am. Ja, sammelt man noch das Zeug hier ein. Ja, Sekunde, ich muss noch das First Aid Zeug hier. First Aid kann ich mitnehmen. Hab ich hier noch was? Ah, hier in der Ecke. That's pretty heavy. That's pretty heavy. Ja, ich bin. Man ist ja echt mega, mega schnell voll, ne? Um Kopf hier einfach so vorbeizugehen. Wird man vom beim Anfahren. Die Kim hat mich ja eben angefahren. Kriege ich da schon Schaden? Glaub nicht. Ich glaube, du wirst einfach durch die Gegend geschmissen. Boah, der war heftig. Was war denn das für ein Jumper? Ja, ist klar. Je weiter wir in der Story vorankommen, desto weiter geht eigentlich theoretisch auch die. Also schwerer werden die Zombies. So, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt noch einen Benzinkanister oder gehen wir und. Mal zurückfahren erst. Willst du? Ich würde eher ich weiterfahren. Ganze, nee, ich würde die ganze Karre ausladen, das ganze Zeug mitnehmen, was wir brauchen für den Truck hier. Und dann können wir weiterfahren. Aber ich würde erst nochmal das Auto wechseln. Beziehungsweise auch den Charakter. Y für Wände? Ach, ja. Ich kann. Ich gehe das mit eurem Auto auch. Ich kann. Ich habe jetzt Funk. Ich kann mit dir. Kommunizieren? Ich kann es mich heilen. Und ich kann. Ah ja, ich kann mich, wenn ich festbagge. Achso, ne, das ist ja, ja, das normale Funkgerät, oder? Okay. Dann mal eben schnell wieder zurück. Soweit sind wir ja noch nicht gekommen. Die Frage ist: Brauchen wir wirklich vier Autos? Drei Autos? Nein, der Wagen hört sich total schrecklich an, immer wenn du langsamer wirst, aber dann mal. Ja, der ist ein Kreis. Und eine ganze Horde. Kann man nachher auf dem Hinweg wieder mitnehmen. Mal umhauen. Da ist noch so ein. Oder wie heißt. Boah, ist voll schwer zu gucken. Ich krieg ja schielende Augen, wenn ich mich hier mitbewege. Ups. Ich hab nicht aufgepasst. Ich merke das schon, armes Auto. Ich glaube, wir brauchen ein Toolkit für den Wagen. Ja, ja. Wolltest du nicht zu Base Grave? Nee, ich wollte hier noch. Oh ja, da kommen alle Zombies. Dex, willst du mit looten? Ich bring sonst das Auto erstmal rauf. Ja, ich habe noch haufenweise Sachen in der Tasche. Ich krieg die nicht raus. Du bist ja. Der Kofferraum ist voll. Hier ist auch alles bei den Zombies. Alleine. Das kommt mir so. Wow, leck. Ich hatte gerade Standbild, genau. Oh Gott. Mein Fehler. Ja, mein Fehler. Du standst gerade. Oh Mann.
Ey, das ist so schrecklich bei euch, ey. Ihr kriegt echt nicht auf die Reihe Auto fahren. Ey, du bist gerade ausgestiegen, als ich kam. Ja, das war, die Kim hat gerade einen Leck gehabt, ist nach hinten, stand, dann bin ich ausgestiegen, ist wieder nach vorne gefahren. Oh mein Gott. Hier ist Lebensgefahr mit euch, echt, ey. Ach, Quatsch. Du bist auch Lebensgefahr. Ja, aber ich ganz sicher. Ich hab grad das Ding, dass ich zwei Anlagenmods habe, die ich eigentlich gerne ablegen würde. Erklärt mir mal eins. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Zeugs mache. Muss ich das in der Tasche haben? Ich habe hier haufenweise Ersatzteile, Bolzen und sowas, alles mögliche, weiß nicht, was hier, Behälter für Chemikalien. Benzin habe ich hier, nehme ich mal mit. Aber brauche ich das alles hier in der Tasche? Oder kann ich das irgendwo in irgendeine von diesen Dings abgeben hier? Ja, das machst du in dein Gemeinschaftsschließfach rein. Das muss ich da reintun, ja? Ja. Achso, ne, hätte sein können, dass ich das hier abgeben muss, irgendwo hier in diesen Stationen, um das hier zu lagern. Du lagerst da. Ja, doch, du lagerst es eigentlich mit beidem automatisch. Also, die Stationen hier ziehen sich, glaube ich, die Ressourcen aus deinem Gemeinschaftsschließfach. That's pretty heavy. Yeah, that's not gonna work. Ich kann mich nicht mehr weiter heilen? Bleib ich bei der Sniper? Ich glaube ja. Oh mein Charakter. Ich bin müde. Ja, ich merke das. Gucken wir mal. Also mein Charakter ist noch eigentlich total gut drauf, aber ich würde eigentlich gerne lieber meinen Chris spielen, aber... Chris ist... Wo steht denn der Kollege eigentlich wieder hier? Da hinten. Ich habe meinen Lieblingscharakter gerade zum Glück in der Lage, sich zu bewegen. Den würde ich eigentlich gerne spielen, den Chris. Sieht aus, ob er jetzt wieder fit ist. Gucken. Charakterwechsel. Ja, die hat aber doppelt Verletzung. Also irgendwie Kopfverletzung oder das Zeichen für Kopfverletzung und er hat auf der linken Seite für die Müdigkeit oder für Ausdauer ist auch ein Zeichen für Kopfverletzung. Dann übernimm doch eventuell mal deine Ärzte und guck mal, ob du ihn heilen kannst. Ach so. Ich glaube, wenn ich aber jetzt den Arzt übernehme, muss ich eine Mission machen von der, ne? Können wir ja machen. Du musst es nicht, aber du kannst es. Ach, also ich kann meinen einen Charakter spezialisieren, dass er 35% Zugtempo mehr hat. Leute, ich mach mal ganz kurz die Mission von meiner Doktorin Santos. Weil sonst kann ich die nicht wechseln. Stop by for a chat when you can. Okay. Ich gehe mal ganz kurz eine Waffe für die holen aus der Kiste. Ja, wir kommen mit. Das war eine 22. Du, aber wenn du die jetzt schon übernommen hast, kannst du doch mal eben ganz kurz gucken, hier gehen bei der Medizin. Mal gucken, ob du deinen Heini da teilen kannst. Achso, ich kann dann auf den klicken, ne? Auf die Person klicken, glaube ich, ne? Du müsstest dir einfach einen... Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich muss die Krankenstation, glaube ich, noch einmal ausbauen, glaube ich. Deswegen ging das nicht, glaube ich. Ich hab dir jetzt ein bisschen was an Zeug wiederhergestellt, mit dem du den Medikamentenvorrat auffüllen kannst. Seid jetzt mal fertig mit Quatschen? Musst mal gucken, du kannst da irgendwo Medizin wiederherstellen, als halt für dein Dings. Und ich bin der Meinung, du kannst auch heilen. Du kannst deine Leute heilen von solchen Sachen wie Kopfverletzungen etc. Ich habe das bei mir gemacht und das hat funktioniert. Ich kann das denn leider gerade nicht sehen, weil das wird bei mir nicht angezeigt. Ich kann das machen. Also hier steht zum Beispiel die medizinische Hilfe. Da kann ich jemandem helfen, aber ich kann da nichts auswählen. Das ist alles untergraut. Okay. Wir machen einfach mal die Quest. Vielleicht kommt das ja danach. Das ist möglich. Wir machen das mal. So. Okay, Pistole habe ich. Wir können gehen. Sprich mit Pepper, warte, Pepper, wo ist Pepper? Pepper, die Olle ist da hinten. Sprich mit Pepper, peppern wir mal rum. Hallo, Mr. Pepper. Mission abbrechen, nein. Good to see you. We have to prioritize our own needs if we're going to survive. Finde heraus, was Rosie die Straßenleute anzubieten haben. Dann machen wir das nochmal.
Muss ich das markieren oder ist das automatisch markiert? Ne, ist glaube ich schon automatisch markiert, oder? So wie es aussieht. Haben wir jetzt noch ja. Für den Truck gleich schon Sachen dabei? Ach so, ich hatte das in meinem Chinesen gegeben, Benzin. Jetzt habe ich das in dem Inventar von dem Chinesen. Hat jemand noch Benzin von euch? Nice to see you're still ja. Reparaturkit habe ich noch nicht so viel. Hier. Reparaturkit hatte ich eins genutzt. Ich weiß nicht, ob der Wagen aber komplett fertig ist. Keine Ahnung. Ich fahre doch gut. Bin noch nirgendwo gegengefahren. Nie. Nein. It's good to see you. Ich würde empfehlen, mit einem Auto zu fahren, aber wollt ihr lieber mit zwei? Ja, mit zwei. Who out there wants to do a little horse training? Doch, mit einem? Sag ich doch, mit einem, oder? Achso, ich hab verstanden. Ups, ich hab verstanden mit zwei. Okay. Ja, wir holen ja eh noch das zwei. Oh, der ist Zombie. Sorry, Leute, das musste ich mal kurz tun. Das ist ein Offroader, das mache ich immer so. Bin ich eigentlich richtig? Ich hab gar keine Ahnung. Wo bin ich denn jetzt eigentlich lang gefahren? Sieht schick aus. Weiß nicht. Ich hab gerade keine Ahnung. Aber wir können hier noch durchsuchen, wenn wir gerade da sind. Also schon. Weißt du was, ganz kurz, wir steigen aus. Ich habe gerade ganz ehrlich keinen Bock auf das Auto hin und her gegurke. Wir hauen die so platt. Ich finde das viel, viel, viel netter irgendwie. Das Auto rumgurken finde ich total schrecklich, weil man fährt eigentlich nur über die eigenen Freunde die ganze Zeit. Seems to be locked. It's like a Z-free zone. Killing zombies is exciting, but hier ist eine blaue Kiste für... für orange. Blau ist dann. We're about to be in a lot of trouble. Oh. Better than a fork in the eye. Blatt. Geht das hin? In die Fresse. Damn, I'm tired. So, ich hab dir gerade meinen Kopfschuss gegeben. Aber finde ich gut, dass wenn man Krach macht, dass auch Zombies einfach automatisch spawnen. Finde ich gut. Das gibt das Ganze so ein bisschen noch mit dem Pep. Ich kann schon nichts mehr tragen, Leute. Ey, Mann, ey. Hab eine Pistole. War noch was für mich hier in der Kiste? In der hier ist noch was für dich, Kim? Der Rückseite hier ist noch was für dich jetzt. Oh. Radio. I can't carry that much. Kann nichts machen. Oh, hier ist auch noch was. Nee. Hat aber ziemlich. Oh, hier ist auch eine Kiste. Naja, Rucksack. Hat so vom Grafikstil. Also nicht vom Grafik, vom Farbstil. Hat wirklich ziemlich viel Ähnlichkeit mit Hindsight 1. Mhm. Sehr schön. Hier ist noch was für mich. Oh, hallo. Oh, gerade voll Leck gehabt. Ach, man kann ja nie was mitnehmen. Ist lecker gerade. Warum? Bei mir nicht. Lädt gerade irgendwie was. Keine Ahnung. Okay. Holt jemand das Auto? Schöner Schuss. Ich hab's noch von Weitem gesehen. Alter Schwede. Alter. Ich mach dir schön leise. Und ja. Kim, bist du gemutet? Ja, Kim ist gemutet. Oh. Das habe ich nicht gemerkt. Haben wir ja nichts verpasst. Hier sind noch Sachen für dich, Dex. Irgendwie lädt bei mir das Spiel die ganze Zeit. Irgendwas lädt das. Ich kann sowieso nichts mittragen. Also, Wurst. Kofferraum? Stimmt. Warte, Wurst. Gut, fahren wir zum Truck jetzt, oder? Ja, ich wollte eigentlich gerade zum Truck fahren, genau. Mir rein tun. Ich kann eben nicht ausgeladen schon wieder.
vergessen. Glaube ich zumindest. Oh cool, fahren wir da durch. Ach schön. Jetzt haben wir nass Füße. Ja, hier ist auch ganz viel Zucht zu. Komm erstmal mit Quark. Ach, sollte zu spät, würde ich mal behaupten. Ich finde das so lustig. Hat jemand das Benzin jetzt mitgebracht? Ja, ich habe zwei Benzin. Hobson Falls. Ich hätte es eher gerne gehabt, wenn der grün gewesen wäre. Das andere Auto ist hier. Ich repariere den nochmal eine Runde. Ja, ich tank. Und Dexit. Guck mal, wie klein ich bin. Ich kann gar nicht übers Lenkrad drüber gucken. Guck mal, wie klein ich bin. Das ist der Witz. Stell dich mal direkt vor den Wagen. Ich sehe gar nichts. Das ist doch so ein Quatsch, ey, Leute. Screenshot. So, mal gucken, was der kann. Mach mal Hupe an. Mach mal Hupe an. No, war langweilig. Warte, Grim. Wo? Mit dir mit. Entschuldigung, ich hab nichts gesehen. Hast du auch einen fetten Scheinwerfer drauf? Kann ich die anmachen irgendwie? Flashlight? Ja, guck mal! Ja. Oh, warte mal, Griff. Halt! Au, oh, das war keine gute Idee. Dex, bleib mal stehen, ich will mal was testen. Shut you the fuck up! Na, okay, da kommt. Da ist direkt was drin in dem. Nee, hat der Grave gerade drauf hingelegt, glaube ich. Nee. Nicht? Nee. Schau so aus. Wollte ich nicht. Ich weiß natürlich, ob du Pickups eigentlich auch hinten auf den Ding setzen kannst. Achso. Aber ich weiß ja. Nicht wie. Guck mal. Ja! Ah! Oh my fucking goodness. Was passiert, wenn ich den jetzt überschlagen lasse? Ich bin ja schon echt weit gefahren mit dem Auto. Eine Kurve. Dann sitzt Kim vorne. Hallo? Was denn? Wollen wir das Haus da oben noch räumen? Das sind auch so ein besonderer Zombie. Ja. Komm mal. Ja, voll die Sound-Aussätze. Wow. Shit! Everyone out! Ich kann nicht, du fährst sonst über mich drüber. Egal, steck aus, du triffst gerade. Ja, ich weiß, aber ich kann da nichts machen. Ich steig nicht aus, wenn du gerade fährst. Jetzt ist, glaube ich, der Truck ist wieder okay, ne? Ja. Fahr nicht wieder durch die gleiche Folge durch. Hey, Vix. Okay, ich habe mal eben so spaßeshalber so gut wie kein Leben mehr. Ja, ich habe auch ziemlich viel verloren. Schnell heilen. Our storage is limited. When we ignore that, we lose valuable supplies. Rafe, ist mehr von Rafe? Oh Gott. Zweimal daneben geschossen aus der nächsten Nähe. Das sah aus, ey. Voll blindes Huhn. Jetzt hat sich auch bewegt, das Ziel. Da ist nochmal eine Pistole drin. Vixi, bist du da? Ja. Ah, jetzt bist du da. Soll ich dich schon einladen? Ich musste jetzt erstmal neu starten. Ich wollte jetzt noch nicht viel sagen, weil ich wusste ja nicht, inwiefern und so, ne? Oh. Wir sind in der Aufnahme. Aber du kannst mal Hallo in die Aufnahme sagen. Ja, Hallo in die Aufnahme. Ja, das ist nett, dass du Hallo in die Aufnahme gesagt hast. Oder? Geile Geschichte. Wenn's läuft, dann läuft's. Hier wird einfach alles auf den Boden geschmissen. Guck mal hier, der Grave, der schmeißt die Setzlinge. Der will nicht, dass wir Tomaten und sowas. So ein schlechter Mensch, Alter. Will jemand eine Machete haben? Denk doch mal einer an die Pflanzen. Was hab ich denn hier? Kochbuch. Kann man Kochbücher und solche ganzen Sachen lesen? Hier ist irgendwas noch was für dich drin? Ja, kannst du lesen. Für dich. Dicken. Oh mein Gott. Das hat sich gelöst. Ist ja noch mehr. Ich bin doch schon voll. Vorsichtig, Zombies sind hier drin im Auto, im Haus, glaube ich. Ich hab ein ganzes Ding voll. Ich weiß nicht, was ich davon mitnehmen soll. Das kann ich mitnehmen. Eine Feuerwerkskörper brauchen wir. Wärst du durch das Haus gesprungen? Durchs Fenster? Beinahe ist ein Zombie. Zombie, Achtung hinter dir. Also wenn du kannst, dann kannst.
Ja, ich kann gleich. Ich mach sofort. Ich mach ganz kurz ja, nee, noch. Ich sag ja nur, wenn kann, dann kann. Ich mach ganz kurz noch schnell lesen Bücher und. Ja, ein bisschen looten und so und. Grave, hier müssen wir nochmal herkommen. Hier ist richtig viel Loot noch, dass allein ich jetzt in meinen Sachen noch drin habe. Das werde ich im Leben nicht alles mitnehmen können. Das Haus ist wirklich voll bis oben hin. Wow, lag wieder. Du hast gucken, was. Hast du eine Einladung bekommen? Ja, hat er. Jetzt klappt's. Wie ist denn eigentlich Kims Lage heute so? Hat funktioniert alles. Ich meine jetzt so mit der Asynchronität. Asynchronität? Wieso? War da letztes Mal was asynchron? Ja. Ja, ich kann den Kopf auch nicht. Hatte nicht viel mit Internet zu tun. Es war mehr so die körperliche Lage. Das lassen wir, glaube ich, lieber außerhalb. Ja, nee, ich sag's ja nur so. Asynchronität halt. Kannst du dran? Ja, aber ich bin mir komplett voll. Ja, ich bin auch voll. Ich glaube, oh, das ist hin und her gefahren, ne? Das ist ja echt ein Grind hier. Aber die meisten Sachen hier drin lassen wir am besten einfach mal in den Kasten liegen und holen die, wenn wir Platz haben. Ja. Klingt in der Wagen. Kim, fährst du mit dem Grave? Ja. Ich fahr mal ganz kurz at home. Habt ihr schon mehrere Autos jetzt oder was? Wir haben drei Autos insgesamt jetzt schon. Ah, ihr seid ja welche, ey. In 20 Minuten aber gefunden. Wir haben jetzt gerade einen Militärtruck gefunden. Und auf dem gleichen Weg, auf der gleichen Straße, an der gleichen Ecke stand auch noch ein Jeep. Na cool. Mhm. Also nichts Großartiges. Aber. Naja, halt, aber cooles, ne? Ja, cooles. Jetzt kann man wenigstens jeder ein Auto. Und ich glaube, wir brauchen auch jeder ein Auto. Wir sollten das nächste Mal auch wirklich alle anderen Autos mitnehmen. Ich darf weiter wegfahren, Fixi, melde dich. Bitte? Achso, ich darf nicht so weit wegfahren? Nee. Ah. Theoretisch noch eine Kiste irgendwo. Ah, hier. Ja, wir müssen da sowieso nochmal hin. Da sind so viel Zeug drin, das ist. Müssen wir eh nochmal raus. Ja, ich durchsuche sie schnell und dann bin ich draußen. Eine Horde ist auf dem Weg, aber ohne dich können wir jetzt nicht mehr die aufnehmen. Ich glaube, deine Basis wird gleich angegriffen. Ja, ich weiß, ich stehe kurz davor, aber ich. Ja, bin jetzt dann. Wixi bewegt deinen fetten Arsch. Zombies! Egal, rennt da vorbei, los. Ach, der Wixi ist jetzt direkt bei uns gespawnt da hinten? Ja, ach so. Wir warten doch die ganze immer beim Zeit. Haus. Fargrave! Gehen die Türen eigentlich noch? Na klar. Guck mal, diesmal sagt er mir auch, dass ich die Sitze wechseln kann, indem ich die Tasten dazu drücke. Ja. Sitze ich vorne. Eins ist für Fahrersitz und dann 2, 3, 4. Oh, das ist was ist dann 5 und 6? 5 und 6? Auf Raum oder was? Ich weiß es nicht genau. Ey, wenn so viele Plätze wären. Genau. Entschuldigung. Ich komme hier sonst nicht rein. Ich kann's kann nicht parken. Ja, warte, ich fahr ein bisschen zur Seite. Passt doch mal. Denk dran, die Kofferraum aus. Ja, aber du musst ja auch wieder einsteigen. Kim, fahr mal den anderen Wagen ein bisschen breiter. Es muss halt geparkt dastehen. Ja. Ja, okay, das kann ich. So, ihr Lieben, ich sag jetzt erstmal für diese Folge, wir laden mal schnell aus, bevor die Horde kommt. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Vielleicht mit der... Ja, die Horde. Stand dort Horde. Eine Horde nähert sich eurer Base. So war das. Warcraft Horde. Die Warcraft Horde. Ganz viele Orks. Bis dann. Richtig. Und tschüss.